Der Club of Rome ist eine durchaus exklusive Vereinigung. Gegründet wurde sie Ende der 60er Jahre unter anderem von Automanagern, Unternehmensberatern und Wissenschaftlern mit der Auflage, dass der Club of Rome nie mehr als 100 Mitglieder haben dürfe. Man könnte an Ledersessel und dicke Zigarren denken, doch die Damen und Herren sind seit mehr als 4 Jahrzehnten auf der Mission Planetenrettung und warten schon 1972, es werde uns schlimm ergehen, wenn wir ausschließlich auf Wirtschaft und Wachstum setzten. Heute nun stellen sie fest, viel klüger sind wir bis heute auch nicht geworden. Marion von Haaren berichtet. Mit einem Plüschtier im Arm lauschte Königin Beatrix der Niederlande den neuesten Prognosen des Club of Rome. Damals wie heute steht die Welt vor gewaltigen Herausforderungen, hörte sie. Solche Bilder werden wir immer öfter sehen. 2010 litten Millionen Menschen in Pakistan unter den Folgen gewaltiger Überschwemmungen. Nein, der Club of Rome gibt keine Entwarnung. Es ist traurig. Der Klimawandel wird zu mehr und heftigeren Verteilungskämpfen in einer an sich reichen Welt führen. Aber das Wachstum schwächt sich ab. Das heißt, dass der ökologische Verbrauch der westlichen Welt nicht weiter zunimmt. Es wird also nicht zu einem Ressourcenkollaps kommen. Trotzdem, bei ungebremstem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum prognostiziert der Club of Rome einen Ressourcenverbrauch weit über den Kapazitäten des Planeten. Wenn jetzt aber rasch politisch gegengesteuert werde, könnte man die Schäden noch in Grenzen halten. Aber sind die Völker in den reichen Staaten dazu bereit? Wir haben nicht noch mal 40 Jahre Zeit, da auch Taten folgen zu lassen. Und das ist die große Frage. Schaffen wir es wirklich umzusteuern hin zu mehr Nachhaltigkeit, hin zu mehr Umweltschonung? Ich bin optimistisch, dass das klappen kann. Es wird aber auf jeden Fall mit riesigen Anstrengungen verbunden sein. Wissenschaftler von WWF und Club of Rome gaben Königin Beatrix, immer noch mit Plüschtier, heute einen tieferen Einblick in die Folgen des Klimawandels. Artensterben, aber auch eine nicht mehr abwendbare Zunahme von extremen Wetterphänomenen wie Dürreperioden mit Waldbränden und Orkanen würden die ungleichen Lebensverhältnisse auf der Erde noch vertiefen. Beim Wuppertal-Institut will man den düsteren Prognosen des Club of Rome allerdings nicht in allen Punkten folgen. Der Bericht ist ja in seinem Grundtenor letztlich sehr, sehr pessimistisch und in einigen Empfehlungen ja schon fast zynisch. Und da hätte man, indem man aufzeigt, dass die Entwicklung durchaus auch sehr viel optimistischer verlaufen kann, etwas mehr Mut machen können. Die Grenzen des Wachstums. Seit seinem ersten Bericht 1972 steht der Club of Rome im Kreuzfeuer konservativer Kritiker, vor allem aus wirtschaftsnahen Kreisen in den USA. Hier hat man eine grundsätzlich andere Sicht der Welt. Was ist in den letzten 40 Jahren passiert, also vom ersten bis zum heutigen Bericht? Die Weltbevölkerung ist rasant gestiegen und trotzdem werden die Menschen immer gesünder, sie leben immer länger und werden immer reicher. Ob das 2050 auch noch in den USA gelten wird, bezweifeln die Wissenschaftler vom Club of Rome. Sie glauben, dass dann die Reichen eher in China leben werden. Viele Leute vertrauen heute unseren Szenarien und Vorhersagen. Sie wissen, dass vieles auch eintreffen wird. Sie werden den neuen Bericht noch ernster nehmen als den vor 40 Jahren. Königin Beatrix, den Plüschbären hielt sie immer noch im Arm. Er ist Symbol der Umweltschützer vom WWF. Den hatte ihr Vater Prinz Bernhard einst mitgegründet.